What the fuck? Hat sich der Sound jetzt total aufgehangen? Anscheinend. Nun gut, Elora erzählt ihm, dass er alle Talismane finden muss. 14 Talismane. 8 finden wir hier. Oder nee, 6 finden wir hier. Der Rest ist in der nächsten Welt. Okay, das war ein Lebensschmetterling. Und hier ist noch einer. Gut hinsehen. Okay. Schafe gibt es ja auch wieder reichlich. Ordentlich Einser sind hier verteilt. Und was Neues. Spyro kann schwimmen. Erstmal nur an der Oberfläche. Wir müssen ihm die Fähigkeit Schwimmen unter Wasser noch geben. Und ratet mal, was wir dazu tun müssen. Genau, Geldsack bezahlen. Ja, sie erklärt uns, dass das hier der Sommerwald ist, die Heimatwelt. Und, naja, Ripto hat die Burg im Sommerwald eingenommen. Oh ja, Frösche könnt ihr auch wieder killen. Und die sehen diesmal besser aus. Und für die, die Leben haben wollen, tötet, was ihr könnt. Denn für jeden denn nach ungefähr 10 Schmetterlingen sammelt ihr ein Leben. Also kommt so ein glitzernder Schmetterling bei raus. Wäre ich hier jetzt runtergefallen, würde Jäger hier stehen, also die Katze, und würde mir jetzt Tipps erteilen, wie ich hier rüberkomme. Und das tut er manchmal in einem derart gelangweilten Ton. Okay, hier gibt es erstmal haufenweise Sachen einzusammeln. Ein Fehler auf der ISO-Datei. Deswegen ist der Sound hier auch so kacke. Ah, hört der Scheiß jetzt auf. Oh ja, da war Jäger. Boah, langsam nervt's. Boah, ey. Das war ja tödlich. Oh, und schon hatten wir so ein Leben. Jetzt habe ich einen 25er eingesammelt. Sie sehen aus wie Einser, sind nur ein bisschen lilaner. Na gut, jetzt machen wir mal Jägers Challenge. Hi Spyro, du siehst ziemlich fit aus. Stellen wir dich mal auf die Probe. Versuch die erste Stufe zu erreichen. Ja, ja, X gedrückt halten, um hoch zu springen. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht? Jetzt Doppel-X für gleiten. Gut gemacht. Okay, jetzt kommt das Schweben dran. Gleiten und dann Dreieck drücken. Hilft euch an vielen Sachen. Sehr gut. Jetzt? Jetzt zum schwersten aller Sprünge. Hierbei muss ich alles geben, was ich habe. Muss ich nicht. Aber ich tue es einfach mal. Ziemlich guter Sportler. Hätte ich meine Turnschuhe bloß nicht verloren. Ich würde dich richtig herausfordern. Hier hast du erstmal eine Kugel für deine Sammlung. Ja, eine Kugel für meine Sammlung. Später braucht man mehrere Kugeln, um bestimmte Tore zu öffnen oder gar zum Endboss zu kommen. Also müsst ihr aufpassen, was ihr so macht. Aufpassen, dass er genug Kugeln kriegt. So, und Kolossus ist ja der einzige Level, wo ich kein Schwimmen brauche, um hinzukommen oder überhaupt den Level ganz zu machen.
Dummerweise muss ich jetzt erst aufs Klo, deswegen warte ich noch kurz hier vor dem Level. Bis gleich. So, bin wieder da. Ach, war das erleichternd. Auf geht's, Kolossus. So, okay. Da unten steht Automatikspeicherung, Speichervorgang abgeschlossen. Ne? Jupp, der Yeti macht Probleme. Es gibt einen Yeti, der ganz schön Probleme macht hier. Warum gehe ich immer auf Option? Na gut. So, hier haben wir Level verlassen. Und was ihr gerade gesehen habt, er speichert automatisch, wenn man Level verlässt und betritt. Das heißt, ihr müsst nicht dauernd speichern, dass ihr aus der Welt raus seid oder so. Geht einfach raus und wartet, bis ihr wieder Spyro lenken könnt. Dann habt ihr es eigentlich schon gemacht. Wie man merkt, Mönche, Priester. Hier ist eine Menge los. Er hat in unserem Haus gewütet, aber wir konnten ihn fangen, indem wir alle Türen geschlossen haben. Wenn du mit den anderen sprichst, öffnen sie die Tore und bringen dich zu ihm. Okay, die anderen Brüder sind kein Problem. Aber die Pieptöne! Das geht dann auf den Sack! Na gut. Rede ich mal mit ihm. Mit Konzentration müsste ich diese Tür für dich öffnen können. Diese Piepstimme mache ich nicht. Jaks. Die haben so einen fetten Buckel, dass sie rollen können. Und wisst ihr, die Fee sagt uns gleich, dass wir diese Jaks nur mit Feuer besiegen können, nachdem wir zwei von denen schon besiegt haben. Dämlich. Wer braucht einen Schlüssel, wenn man so singen kann? Ja, Sora sollte sich sowas von ihm abgucken. Nein, ich laber nicht mit dir. Oh, die Steine aus der Eisgrube hätten wir. Ja, dich brauche ich gar nicht umzurennen, dich speichere einfach platt. So, ein rätselhafter Powerpunkt. 11 Gegner müssen wir besiegen. Da, ja, Mann. Ich hab's denen schon erklärt. In Part 1. Jetzt hätten wir eigentlich schon genug, um das Schwimmen zu erlernen. Geldsack verlangt 500 Edelsteine dafür. Ich weiß es, ich muss ihn nicht mal dafür anlabern. Ich kenne das Spiel zu 100%, wie ihr wisst. Ja. Ich sollte die Dinger schon treffen. Hey, schau, was ich kann. Er singt und das Ding bewegt sich nach oben. Double Kill. Das macht er jetzt die ganze Zeit. Das Ding bewegt sich hoch und runter. Alles im Stil von Götzen. Denk an Jägers Rat. Er hat mir keinen Rat gegeben.
Okay. Au! Jetzt muss ich doch das Vieh hier töten. Die wollen einen immer umrennen. Okay, okay, okay. Ich scheine jetzt alle besiegt zu haben von denen. Und jetzt zu dir, Dicker. Das könnte ein Bossfight werden. Obwohl ich Vegetarier bin. Finde ich, dass du ihn nicht abfackeln solltest. Er ist ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob du es schaffst. Wissen werden wir es im nächsten Teil. Bis zum nächsten Part, Leute.